Darauf wäre ich jetzt von selbst nicht so gekommen. Da hätte ich ja direkt die Pistole nehmen können, so gesehen. Ich dachte mir, ich probiere es halt jetzt mal der Abwechslung halber mit der Waffe aus. Aber das hat sich als großer Fehler herausgestellt. Sehr großer. So, dann rammeln wir jetzt mal den Zug lang. So, weil das hier eh keinen interessiert. Ich kill die Typen da hinten jetzt einfach. Was? Was? Ich dachte, du hättest was gesagt. Du bist zu nervös. Kein Wunder. Keine halbe Stunde nach dem Ärger mit dem Franzmann gibt's Alarm wegen eines Eindringlings. Was meinst du mit Franzmann? Wir alle sind Franzmänner. Ich meine die französischen Franzmänner. Den Wachmann? Genau. Vielleicht ist er es, den wir ausgemacht haben. Sie müssen ihn bald haben. Ich hoffe... Hier liegt ein Toter. Einer von uns. Huch, jetzt haben sie ja nochmal die... Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 2. Kopfschuss anlegen. Huch. Alarmstufe 2, Fischer. Wenn du unsichtbar bleibst, wird die Alarmbereitschaft vermindert. Fischer, wir können uns keine weiteren Opfer leisten. Beim nächsten Alarm ist die Mission gelaufen. Ja, dann wollen wir uns mal lieber nichts hier, ne? Also das war jetzt wirklich sehr schlampig, was ich hier abgezogen habe. Also da bin ich jetzt echt selbst als Splinter Cell-Fan derbest enttäuscht von mir. Obwohl, ja. Nee, doch, ich bin extremst enttäuscht von mir. Also das war ja nun wirklich, das war ja nun echt die purste Faulheit, die ich hier abgezogen habe. Einfach nur wild drauf losgeballert. Das ist ja normal, das ist ja nicht Splinter Cell like. Ach, da haben wir die Leiche wirklich in die andere hineingesetzt und dadurch ein Zombie erzeugt, der uns nun gleich töten wird. Also schnell weg hier. Okay. Schießen wir auf die Wasserleitung, wie eben erwähnt war. Nee. Aha. Ah, okay. Sieht man ja gar nichts mehr. Scheiße, Mann. Ja, super. Es steht hier alles unter Wasser. Es ist, wenn schon, genauso schlimm. Aber was wir jetzt erstmal machen können, ist, wir speichern aber unter einem anderen. Bei LP3 nämlich. Also, wir sind da ein bisschen Vorsteiger. Sage ich mal so. Jo, ich glaube, ich mache noch bis 45 und dann ist Schluss. Jo, hier ist ja keiner. Ach, was ich noch machen kann, ist zur Pistole wechseln. Gut, du bist drin. Grimstert hier schlägt vor, zuerst auf das Sicherheitsterminal in diesem Stock zuzugreifen. Dann kann sie die Netzwerkaktivitäten des gesamten Gebäudes überwachen. Kann sie das nicht von dort aus? Nein, die wichtigen Dateien befinden sich nicht im normalen Netz. Laut Akte fürchtete der Gründer, die Regierung könne ihm seine Kundendateien klauen, wenn die Apokalypse naht. Paranoider Sicherheitswahn. Das ist unser Geschäft. Wer war das? Den müssten wir manchmal mit dem Headshot außer Gefecht setzen. Vielleicht jetzt? Nee, das wäre mir jetzt noch zu gefährlich. Habe ich gar nicht richtig aufgepasst, was wir eigentlich machen sollen. Sollten irgendwas mit irgendwas mit irgendwie machen. Ja, komm. Ah, nee, den Laserpoint, das sehen sie ja. Durchsucht er hier wirklich jeden einzelnen Gang. Ja, das ist doch echt krank, oder? Ja, nee, oder? Nee, was oder? Machst du, Fischer? Die Mission ist gelaufen. Jo. Mit einer Kugel im Kopf lebt es gut. Zum Glück habe ich gespeichert. Na naja, gut, die haben ja nun ihren Kopfschutz auf. Das hält natürlich alles aus. Ja, ne, super. Gut, du bist drin.
Grimstertier schlägt vor, zuerst auf das Sicherheitsterminal in diesem Stock zuzugreifen. Jo, schon wieder außersehen Dings überbrochen. Dann kann sie die Netzwerkaktivitäten des gesamten Gebäudes überwachen. Kann sie das nicht von dort aus? Nein, die wichtigen Dateien befinden sich nicht im normalen Netz. Laut Akte fürchtete der Gründer, die Regierung könne ihm seine Kundendateien klauen, wenn die Apokalypse naht. Paranoider Sicherheitswahn. Das ist unser Geschäft. So, da ist er weg. So, dann öffnen wir mal die Türe. Eben nicht. Kannst mich gar nicht sehen. Das ist doch mal Schwuchtel pur, oder? Ich möchte doch aufs Fetteste verarschen. Stay für ne... für ne... Mann! Ja, wie jetzt? Ich dachte, ich hatte den Tief... Die Mission ist gelaufen. Ah, Mann, ich bin angepisst. Ja, Neustart. Bleibt mir nichts anderes übrig. Also... Jetzt wird's aber langsam echt knifflig. Ich stelle mich hier wahrscheinlich wieder blöder an, als ich bin. Gut, aber du bist drin. Ja. Grimstertier schlägt vor, zuerst auf das Sicherheitsterminal in diesem Stock zuzugreifen. Dann kann sie die Netzwerkaktivitäten des gesamten Gebäudes überwachen. Kann sie das nicht von dort aus? Nein, die wichtigen Dateien befinden sich nicht im normalen Netz. Laut Akte fürchtete der Gründer, die Regierung könne ihm seine Kundendateien klauen, wenn die Apokalypse naht. Paranoider Sicherheitswahn. Das ist unser Geschäft. Gut, das unser Geschäft ist. Ups. Dann nehme ich immer das da. So, versuchen wir es nochmal. Zwar sollte der nicht daneben gehen. Ich war gerade für einen Moment ein bisschen sichtbar. Oh. Der Elektrodart ist einfach vom Regal abgeprallt, was natürlich nicht so schön ist, dass ich mir jetzt erstmal was anderes aussuchen kann, was schon genauso effektiv ist. Rauchgranate, Haftkamera mit Ablenkungssystem. Eventuell, nee, darauf reagieren die doch genauso allergisch. Ja, wie mache ich das jetzt? Also ich verstecke mich hier mal. Kann den ja schlecht, ne? So, jetzt aber. Nee, komm, das ist doch unglaublich. Die Mission ist vorbei. Ja, so. Also, das müsste ja dann die vierte Folge sein, die hier. Die nenne ich mal einfach nur Fail. Weil das ist wirklich Fail, was ich hier abziehe. Ich krieg ihn einfach, ich meine, ich habe einen Gegner und krieg ihn einfach nicht down. Gut, du bist drin. Das ist unglaublich. Grimstertier schlägt vor, zuerst auf das Sicherheitsterminal in diesem Stock zuzugreifen. Dann kann sie die Netzwerkaktivitäten des gesamten Gebäudes überwachen. Kann sie das nicht von dort aus? Nein, die wichtigen Dateien befinden sich nicht im normalen Netz. Laut Akte fürchtete der Gründer, die Regierung könne ihm seine Kundendateien klauen, wenn die Apokalypse naht. Paranoider Sicherheitswahn. Das ist unser Geschäft. Ja, ne, also... versuchen wir uns mal nochmal ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Achso, wir haben jetzt den... Den Teaser haben wir jetzt wieder. Den Taser meine ich. Den Taser eben. Ja, und jetzt können wir den ja dann damit tasern ein bisschen. Aber diesmal nicht durchs Regal, das war eine ganz schlechte Idee von mir. Perfekt. Und da das die, glaube ich, nur bewusstlos macht, schieße ich nochmal rein. In die Glocken natürlich. Damit wir auch ganz sicher sind, dass der jetzt tot ist. So, haben wir natürlich jetzt ein Dings aufgebraucht. Ein Taser. Und das war auch unser einziger. So, was ist denn das hier alles? Ja, das sieht ja auch alles sehr interessant aus. Dann tun wir erstmal ein bisschen Papier schreddern. Und hier, das sieht aus wie... Ja, jetzt ist es kaputt. Naja, okay. Lass uns mal weitergehen. Indem ich hier nachgeladen habe. Oder das geht irgendwie gerade gar nicht. Die
die Lampe da oben nervt mich ziemlich. Das Schöne ist, hier kann man echt wirklich alles kaputt. Jo, das ist Sicherheitsstufe zurück auf normal. Was ich jetzt wieder mit einem Dialog mache, ist speichern. Das will ich mir nicht nochmal antun, obwohl es jetzt doch relativ einfach okay, war. Okay, es scheint, als seien sie wieder zur Normalität übergegangen. Bin ich denn von Sinnen? Ach du Kacke. Ach du Kacke. Scheiße hoch X, jetzt mal ganz ehrlich. Was gefunden? Ich kann auch nicht mal ein Verzeichnis finden. Sie steuern ihr gesamtes System über Befehlszeilen. Was der Boss wohl mit uns macht, wenn wir die Wache nicht finden? Nichts im Vergleich zu unseren Familien. Stimmt. Oh, ich hoffe, er läuft nicht an mir vorbei. Ich hoffe, er läuft nicht an mir vorbei. Ich hoffe, er läuft nicht. Ja, ich hoffe, er läuft nicht an mir vorbei. Ich hoffe, er läuft nicht an mir vorbei. Ich hoffe, er läuft nicht an mir vorbei. Ich hoffe, er... Bitte. Okay. Dein ist nun dort. Aber der würde definitiv... Ups, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen lösen. Der würde definitiv mitbekommen, wenn ich den hier nun packen würde. Ich muss das machen, wenn der dort hinten irgendwie sich umschaut. Na super, jetzt läuft der da. Ja, so. Die wechseln sich anscheinend immer wieder ab. Da packe ich mir den. So, das umgreifen. Wir sind im Hellen, wir sind im Hellen, wir sind im Hellen, wir sind arschhell gerade. Also wir strahlen nur so. Da die hier nie reinlaufen, lege ich den mal hier ab. Huch, wir hätten ihn noch töten können, aber ich glaube, das ist... Komm, das ist ein Witz, oder? Das ist ein Witz. Schusssichere Weste anlegen. Alarmstufe 1, Sam. Du darfst nicht entdeckt werden. Fischer, du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Ich werde gleich gar nicht mehr bezahlt. Ich kündige gleich. Ich beantrage Hartz IV, Leute. Das geht so nicht weiter. So, ich kann hier einen Computer benutzen, habe ich gemerkt. Ja, Computer benutzen. Auf Sicherheitsterminal zugreifen, ja, ne. Also ist relativ einfach, wenn wir hier Computer benutzen. Naja, okay. Da müssen wir uns wahrscheinlich einen aussuchen. Ja, ist der falsche. Ich glaube, den, wo die ran wollten, ist der richtige. Hier der. Es sollte doch irgendeine Reaktion folgen. Aber bevor ich jetzt weitergehe, ich sehe, wir haben 44 Minuten. Ich speichere kurz noch. Ja, weiter. So. Und, ups, jetzt bin ich auf E gekommen. Jetzt bin ich auf Escape gekommen. E wieder weg. Also, jetzt. Öffnen. So, wo sind wir denn hier? Ach, da hätte ich mich eigentlich an dem vorbeischleichen können. Das wäre nicht so wild gewesen. Das habe ich so umgebracht. Das ist natürlich sehr praktisch. So. Nun knacke ich noch das Ding hier. Ich nicht so eine harte Nuss, ne? So, jetzt schauen wir mal. Können wir in den Raum hier rein? Ja, wir können hier rein. Okay, dann speichern wir hier jetzt nochmal. So. 90% unserer Arbeit besteht im Speichern von Spielständen. So, ich hoffe, die Aufnahme ist geglückt und dann sage ich mal, ja. Bis dann, okay? Wir sehen uns dann in den nächsten Let's Plays. Wahrscheinlich nehme ich jetzt noch ein Minecraft Let's Play auf. Ich weiß es nicht ganz. Auf jeden Fall, ciao Leute, macht's gut.